Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Heute wieder in einer sehr nebligen Nacht unterwegs im großen Ridgeview Road Vorstadt. Außerdem unser Fahrer uns die letzten zwei Folgen in kleine Häuser gezwungen hat, habe ich es geschafft, uns heute ins große Haus zu manövrieren. War auch gar nicht so schwer. Ich musste ihm nur zwei, dreimal unvermittelt ins Lenkrad greifen. Und schon waren wir hier. Und hier wartet Fall 133 auf uns, Joseph Wright. Und unsere Aufgaben sind, zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf, das haben wir letzte Zeit öfter, erreiche einen durchschnittlichen Sanity-Wert von unter 25%, kriegen wir bestimmt hin, und reinige im Bereich des Geistes mit Räucherstäbchen. Okay, auf wenigstens wieder einigermaßen friedliche Ziele. Wir nehmen uns natürlich eine Taschenlampe mit, wir nehmen uns natürlich ein EMF mit, wir nehmen uns ein Fotoapparat mit, einen Schlüssel, und auf geht's. So, wie es mal ein bisschen Platz haben, dem Geist aus dem Weg zu gehen. Hier muss irgendwo ein Haus sein. Da hinten. Da ist es. So. Da ist sogar neblig im Haus, aber nee, ist hinten die Balkontür. Hallo? Erstmal ein vorsichtiger Blick. Ist es hier Ist es hier einigermaßen friedlich, wollte ich gerade sagen. Da ist schon wieder irgendwo was umgekippt hier oben. Fällt schon wieder das Bild vom Regal. Super Sache. Schön. Schöne Begrüßung. Danke. Jep. Geht schon wieder weiter. Mal gucken, was er jetzt umgeschmissen. Hier jetzt die Tasse hier unten bewegt. Okay, ist gut. Wir wollten eigentlich... Wir gucken auch nur mal kurz wegen der Sicherung. Alles schön. So, hier ist nichts los. Rennt der gleich da vorne im Wohnzimmer rum? Hallo? Warum? Fahrer, ich glaube, das Haus ist doch nicht so gut. Ich glaube, es ist doch nicht so gut. Vielleicht fahren wir doch woanders hin. Alles zugestellt. Fahrer, ich glaube, das Haus ist überhaupt nicht... Hallo? Überhaupt nicht gut. Wieso ist der auch schon wieder im Eingangsbereich? Hallo? Mach mal die Tür auf. Sicherungskasten, haben wir jetzt gar nicht groß geguckt. Oder hängt der einer an der Wand? Hängt keiner. Hier auch nicht. Okay. Alles klar. Ganz ruhig hier oben, Joseph. Ganz ruhig. Wir gucken nochmal ganz kurz in deinem Keller. Dir Beschwörungskreis hast du. Fahren wir sowieso nach Hause. Nee, Fahrer, das Haus ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, beim nächsten Mal darfst du doch wieder ein Haus aussuchen. Ich glaube, es ist doch nicht so richtig hier. Können wir nach Hause? Sicherungskasten. Mach erstmal an. So. Wenigstens das haben wir. Alles klar, ab nach oben. Ab nach oben. Hier war auch nichts, ne? Die WIP. So viel zu Versteckmöglichkeiten im großen Haus. Alle Schränke voll. Hallo. So, mach erstmal gleich hier schon mal Licht an. Die Frage ist wieder, wo rennt er rum? Rennt er hier komplett rum? Ist er nur in der Ecke hier vorne im Wohnzimmer oder rennt er hier wieder komplett bis vor die Tür? Warum sind unsere Geister so oft hier unten direkt? Warum? Könnt ihr nicht mal weiter oben im Haus sein? Oder da hinten irgendwo? Oder da in so einem kleinen Abstellkämmerchen da hinten? Das wäre viel angenehmer. Wir lassen es erstmal hier. Lassen wir auch hier. Wir sind erstmal raus. Wir sind nochmal raus aus deinem ollen Haus. Fahrer freut sich wahrscheinlich gerade. Freut sich gerade richtig. Ich sehe das von hier. Ich kann das von hier, kann ich das durch die Wand, kann ich das sehen, wie der sich freut. Oh, Moment, guck mal hier. 0 auf 5. War das 0 auf 5? Ich konnte den Anfang jetzt nicht sehen. Oh, 0 auf... Vielleicht haben wir gleich wieder einen EMF-5-Geist. Was es nicht unbedingt besser macht. Was es nicht unbedingt besser macht. Hier kommt immer ein Thermometer mit rein. Ich glaube, es wird schon Zeit für unsere erste Sicherheitsdröhnung. Nehmen wir Thermometer mit rein. Schon mal ein Kruzifix. Erstmal gucken, wo der hier genau rumschleicht im Eingangsbereich. Ich schätze mal, jetzt genau hier wieder. Bis vor die Tür wahrscheinlich. Warum? Warum? Weil das mein Haus ist. Nee. Nee, Moment. Hier ist es zu warm. Hier nicht. Er sitzt im Wohnzimmer. Naja, oder zumindest saß er im Wohnzimmer. Hm.
Minus 1,3 Grad hier gerade. Hier. Okay, irgendwie scheint er hier auf der Ecke zu sein. Okay, bis vor die Kellertür. Wo sein oller Beschwörungskreis unten drin ist. Und wie weit auf dem Flur läufst du nach hinten? Gehst du bis auf den Teppich oder bleibst du... Nee, er bleibt auf dem Laminat hier. Der Teppich ist mir zu warm, sagt er. Es muss schon kühl sein. Ich habe extra die Fußbodenheizung ausbauen lassen. So. Okay. Also er schleicht zu einer Ecke am Wohnzimmer noch rum hier. Irgendwie hier spart er das Stück aus und geht er genau hier an der Ecke lang bis hier. Schleicht hier genau an der Wand lang. Okay. Okay. Moment. Moment. Moment, nicht okay. Nee, vom Wegen. Der ist auch hier vorne, Leute. Der ist bis hier. Ja, was denn nu? Ja, okay, der ist doch hier. Der rennt auch einmal am Esstisch rum, glaube ich. Ganz ruhig. Kannst du ruhig machen. Kannst du so oft um Esstisch laufen, wie du willst, wenn wir nicht da sind gleich. Das macht überhaupt nichts. So, warte mal. Das geht bis hier. Geht ja fast schon bis da. Komm, dann legen wir das eine hier hin. Nee, Moment. Und die Wohnzimmer-Ecke müssen wir auch mit abdecken. Mist. Hier, komm, hier legen wir das hin. Raus, 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 raus. Okay, wir haben auf jeden Fall Gefriertemperaturen. Und ein EMF-5. Hat man das nicht eben auch gerade schon? Fing das nicht so ähnlich an? Mal gucken. Wenn es ein EMF-5 ist. Wir haben den Anfang nicht gesehen. Das ist das Problem. Wir hätten den Anfang sehen müssen. Hätte auch sein, kann auch sein, dass das von 2 auf 5 gesprungen ist. Ja, nehmen wir EMF-5 erstmal nochmal raus, bis wir sicher sind. Gefriertemperaturen haben wir sicher. Die haben wir sicher. Was müssen wir sonst machen? Ach, Geräusche wieder. Sanity. Räucherstäbchen. Okay, erstmal zweites Kruzifix und Geisterbox. Moment, wie heißt er nochmal? Joseph. Joseph Wright. Okay, nur für den Fall. Alles klar, Joseph. Komm mal kurz rein. In dein Beschwörungskreis verseuchtes Haus. Bring nochmal ein zweites Kruzifix mit. Das packt man hier in deine Ecke. So, Moment, er war ja gar nicht so weit. Bis auf dem Flur hinten war er gar nicht. Machen wir mal so. Dann kriegen wir noch mehr vom... Nee, nee, ist gut. Ist gut, ist nur ein Kruzifix. Ist bloß ein Kruzifix. Das hält dich bloß ein bisschen auf. So ein bisschen. Hoffentlich. Das kam jetzt auch schon wieder weit aus der Ecke. Ich habe eigentlich gar kein gutes Gefühl, jetzt irgendwie hier alle Lichter auszumachen und den zu fragen. Wollte ich nur mal schon mal sagen. So überhaupt nicht. Bist du hier? I'm close. Das ist überhaupt nicht schön. Kannst du nicht mal lieber far away sein? Was? Ich hab mich gar nicht... Nee. Ich dachte, das ist eine Jagd. Alles klar. So. Nee. Aber hier, guck mal, der geht wieder von 0 auf 5. Und dann sogar noch weiter nach oben. Aber er ist von 0 auf 5 geschossen. Das muss EMF 5 sein dann. EMF 5, Geisterbox. Nochmal die Zwillinge. Jetzt bin ich misstrauisch, was das EMF-5 angeht. Können wir schon mal... Nee, wir können nicht. Warum können wir nicht? Wir können kein zweites Mal dröhnen gerade. Jetzt bin ich sehr misstrauisch. Nimm erstmal die Stäbchen. Beruhigen wir ihn nochmal ein bisschen. Ich habe gar nicht verstanden, was er beim zweiten Mal gesagt hat. Ich glaube, über irgendwas Unfreundliches. So, ganz ruhig. Ach, alles gut, ich mach dir sogar Licht an. Setz einen Kaffee auf. Willst du ein Stück Kuchen? Hier, nimm schon mal die Gabel. Ins Auge. So. Na-dam-dam. Hier so eine Beruhigungsräucherung. Nimm die mal. Schön inhalieren. Schön. Und wir sind mal raus. So, bisschen Nebel auch im Zimmer. Haben wir ihn erwischt? Alles klar. So, abgeräuchert ist er schon mal. Ich weiß nicht. Guckt euch das mal an. Mann, können wir dich jetzt nehmen? Nee, können wir noch nicht. Warum nicht? Können wir nach Hause fahren? Ich muss mein Feuerzeug. Leg das mal hier hin. Okay. Nicht okay. Eigentlich ist es nicht okay. Wieso sage ich, es ist okay? Ist eigentlich nicht okay.
Eigentlich ist es nicht okay. Lass das mal hier liegen. Nimm jetzt die Dröhnung! Wir können die nicht nehmen. Ich will da jetzt nicht nochmal reingehen, Leute. Der jagt uns dann. Und die Kruzfixe reichen, die liegen nicht gut genug. Das ist ein zu großer Bereich. Der kommt da irgendwo angeschlichen. Aus der Ecke. Offiziell sage ich, ich habe gar kein gutes Gefühl. Also ganz offiziell sollten wir jetzt eigentlich hier nicht mehr reingehen. Hallo? Können wir das nicht von hier hören? Mach nur nochmal ein Geräusch. Ein einfaches. Dann mach ich, knall gleich die Tür zu. Das ist auch ein Geräusch. Kannst du dich einmal bemerkbar machen? Überhaupt kein gutes Gefühl. Überhaupt kein gutes Gefühl, Leute. Überhaupt nicht. Die Kruzfixe sind noch ganz. Sind noch ganz. Nee. Nee, nee. Ja, das war okay. Das war okay. Das nehmen wir. Alles klar, können wir fahren. Sanity ist ja nicht so, das müssen wir nicht unbedingt, wir müssen ja nicht, weil dann jagt er uns ja dann auf jeden Fall. Da kommen wir auch gar nicht mehr weg, wenn wir erstmal Fuß durch die Tür gesetzt haben. So, das haben wir auch. Ich bin nur nicht sicher mit dem EMF 5 eigentlich. Können wir uns hier, schmeiß das da ja nicht drauf, wir müssen die sehen können hier. Ja, alles klar, die haben wir. So. Wollen wir nochmal wieder riskieren, ruhig ein paar Fotos zu machen, ein paar mehr. Ich weiß, EMF 5. Wir müssen das EMF 5, glaube ich, auch selber lieber nochmal sehen, zur Sicherheit. Oder? Oder auch nicht. Wir könnten doch einfach fahren. So, Moment, das muss hier hin. Du musst hier hin. Wie viele Fotos haben wir noch drauf? 4 Stück, das reicht. Brauchen wir keinen extra Apparat holen erstmal. So. 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 Bitteschön. Klopf, klopf. Er ist da. Ich hoffe, er kennt den Witz nicht. Kannst du da einmal durchlaufen? Leute, hier ist es auch gar nicht mehr kalt, oder? Guck mal. Nee, nee, irgendwie ist es hier gar nicht mehr kalt genug, oder? Gib mal das Thermometer. Doch. Doch, doch, okay. Aber er will nicht da durchlaufen. Ich sage, der weiß, dass er uns gleich jagen kann, wenn man hier noch länger rumsteht. Einfach mal ins Nichts. Vielleicht war es, da haben wir eine Interaktion erwischt. Gibt ja auch Punkte. Da, er schmeißt nochmal irgendwas. Kannst du mal durch das Salz laufen? Ich komme hier nicht mehr wirklich weit rein ins Haus gerade. Ich sage, wir bleiben einfach mal hier stehen. Bleiben einfach mal hier stehen. Kannst du da durchlaufen? Ich glaube, wir müssen das weiter nach hinten verstreuen. Wir holen nochmal das andere. Und streuen noch ein bisschen was um die andere Ecke rum. Und dann machen wir noch ein paar Fotos. Und dann fahren wir schnell nach Hause. Und EMF5, vertrauen wir einfach, dass das hier, das ist schon, das passt schon, das war schon. Das ist schon, war schon EMF5. Das ist schon gut so. Das nehmen wir. Okay, nächste Ladung Salz. Ich habe jetzt leider noch gar nicht wirklich viel gemacht, aber das, was er gemacht hat, reicht mir schon. Da habe ich einfach kein gutes Gefühl. Der wird gleich losjagen, Leute. So. Und er hat einen Beschwörungskreis im Haus. Da, da, ich höre noch die dampfigen Schritte. Nehmen wir jetzt schnell den Apparat. Wo ist er? Da ist er durchgelaufen. Natürlich ganz hier hinten. Da. Okay, reicht. Lass ich die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Hier kannst du die Lampe auch behalten. Okay, Leute. Beschwörungskreis haben wir auch fotografiert, ne? Oder? Zeig mal Fotos. Fußabdruck, Fußabdruck. Da haben wir nichts erwischt. Fußabdruck. Ein paar Bilder hätten wir noch frei. Aber egal. Aber egal. Ich wäre schwer dafür, dass wir da eigentlich... Eigentlich wäre ich ja schwer dafür, dass wir da nicht mehr rein. Können wir nochmal eine Dröhnung nehmen? Nee, können wir mal noch nicht. Können wir schon wieder nicht. Können wir schon wieder nicht. Können wir eine Weile hier stehen bleiben und einfach mal ein bisschen gucken? Unsere schönen Fotos hier und so. Sehen noch gar nicht so schlecht aus. Echte UV-Fußabdrücke vom Geist. Auch gut. Nochmal echte. Keine unechten, sind echte.
sind nicht die Unechten. Und ein Beschwörungskreis. Sieht gefährlich aus. Ist er auch. Ist er auch. Das weiß ich. Der ist super gefährlich. Weil jetzt haben wir geschrieben, wir können, man kann da auch die Kruzifixe links und rechts irgendwie da vorlegen. Das haben wir noch nicht ausprobiert und werden wir in dieser Folge auch nicht ausprobieren. Ich kann die immer noch nicht nehmen, Leute. Wir ganz vorsichtig fragen wir mal so ganz vorsichtig durch den Türrahmen nochmal durch. Ob er vielleicht auch nochmal ein EMF5 auslösen möchte. Weil zweimal nochmal die Zwillinge. Kann ja sein. Kann ja sein. Ja, legen wir mal da noch eins hin. Wenn du hier bist, kannst du mal die EMFs auslösen. Eins von beiden. Oder beide. Ist egal. Wir legen das mal weiter nach hinten. So. Schnell zurück zur Tür. Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen über das EMF. Kannst du das EMF auf 5 auslösen? Das ist eine 3. Reicht nicht. Das reicht nicht. Joseph, eine 5. Deswegen, vielleicht sind es auch nicht die Zwillinge. Schwierig jetzt. Schwierig jetzt. Schwierig jetzt. Was machen wir, Leute? Dann nochmal. Schmeißt nur Sachen. Nee, 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 nee. Ist egal. Ist egal. Ist egal, wir fahren. Ich glaube jetzt irgendwie nicht mehr, dass es die Zwillinge sind. Guck mal, es schießt von 0 auf 4 auch nur noch. Ah, wie können wir jetzt endlich die dann gehen wir nochmal rein. Nee, wir können die immer noch nicht nehmen. Warum nicht? Warum nicht? Die sind schon leer. Also können wir die gar nicht mehr aufheben. Das heißt, da sind noch welche drin. So. Wir werden mal versuchen, ganz vorsichtig. Oh, das geht so nach hinten los. Ich habe gar kein Gutes. Das geht so nach hinten los. Wir werden trotzdem versuchen, hier vorsichtig in die Kamera reinzumogeln jetzt. Kurz gucken, wo können wir die denn schnell mal hinstellen? Hier. Eigentlich nur da. Eigentlich nur da. Schnell, andersrum, so. Raus. Raus, alles klar. Eine Kamera steht drin. Mal gucken. Weil irgendwie... Hier ist nichts mehr und... So sehen wir nur EMF3. Wir gucken lieber nochmal. So, hier die Lichter ausmachen müssen. Okay. Da können wir jetzt durch die Tür direkt reingreifen hier. Hoffentlich reicht das. Dass es dunkel genug ist. Obwohl, er hat die Lampe hinten angemacht, ne? Mach aus. Mach aus. Oh, ich will da nicht reinlaufen. Mach nochmal an. Lauf rein. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Raus. Raus, raus, raus. Tür am besten auch gleich zu. Wir gucken nochmal. Vielleicht sehen wir ja auch Orbis fliegen. Hier wieder. Erst auf 3, dann springt er hoch auf 8. Deswegen, vielleicht war es auch gar kein EMF5. Ist es kein EMF5? Aber hier ist er ja super aktiv um den Tisch rum. Also wenn es Orbis sind, müssten wir hier eigentlich drauf jetzt welche sehen. Wenn nicht, könnten wir hier auch super vor dem Esstisch nochmal versuchen, Dots-Projektoren hinzupacken. Einfach nur, um sicher zu gehen. Nee, das hier geht er ja runter von Dolof. Und wahrscheinlich haben wir auch so den Rest von so einer Kurve gesehen hier. Okay, keine Orbis. Ah, super. Okay, da können wir die jetzt noch reinmogeln, hoffentlich. 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 Ist die Taschenlampe an? Nee, jetzt ist sie an. Läuft Wasser im Badezimmer. Er dachte schon, wir sind gefahren. Er wollte sich gerade eine Wanne einlassen. Ist gut, kein Problem, mach mal.
Eigentlich sind wir auch schon gefahren. So. Okay, gucken wir mal nach dem. Dots. Weil es jetzt aber auch wirklich weiter hinten. Hätten wir mit dem Thermometer nochmal gucken müssen. Obwohl, nee, es war kalt. Der war noch, da war er auch noch da vorne. Sieht nicht so aus. Okay, Leute, dann sagen wir, das ist... Ah, Geisterbuch können wir noch reinlegen. Nee, wir sagen jetzt, dass, weil ich habe kein gutes Gefühl, da noch öfter reinzugehen jetzt. Wir sagen, das ist jetzt ein EMF5. Hier wieder nur auf 4. Ah. Wenn es kein EMF5 wäre, dann hätten wir Moroi Mimic Onryu. Und ja. Leute. Da wieder, nur auf 4. Wir müssen noch Geister. Ganz offiziell ist das überhaupt kein guter Plan, aber wir versuchen das jetzt trotzdem. Weil ich das Gefühl habe, das EMF5 ist nicht richtig. Mach nochmal Licht an. Ganz ruhig. Hier im Buch. Warum legen wir die eigentlich so weit hinten rein? Schreib mal was in das Buch! Überhaupt nicht gut. Nimm mal, wo ist das Thermometer? Wo bin ich das jetzt hingeschmissen? Habe ich es noch in der Hand? Nee, habe ich das im Auto liegen lassen? Kann auch sein. Mach. Oh, Sicherung ist raus. Kannst du was in eins von den Büchern schreiben? Nee, Leute. Ist egal. EMF5 jetzt. Wir vertrauen darauf und hoffen, dass es richtig ist. Wir fahren jetzt nach Hause. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich will jetzt nicht mehr reingehen. Jetzt haben wir noch Lichter alle ausgemacht. Und hört da hinten das Wasser rauschen. Gefällt mir überhaupt nicht. Fahrer, Abfahrt. Bin doch nicht so zufrieden mit meiner eigenen... Im Rückblick insgesamt bin ich doch nicht so zufrieden mit der Entscheidung, die ja... Vielleicht fährst du doch beim nächsten Mal wieder dahin, wo du willst. Okay, Lieben. Gucken wir mal. Ich glaube, es waren nicht die Zwillinge. Doch, tatsächlich. Oh, wie gut. $251. Immerhin, Spielzusammenfassung, wieder diese extrem aktiv, 37 Geisterinteraktionen, ein Geisterereignis ist 0 Geister, wir waren 3 Minuten im Geisterraum, kam mir wieder deutlich länger vor, 16 Minuten Licht, nur 4 Minuten Dunkeln, hat schon gereicht und dann ja, knapp 5 Minuten und etwas mehr als 20 Minuten auf der Jagd. Und wie immer fand ich auf jeden Fall, war genug los. Ihr Lieben, wie immer, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen, macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.